So wie es ausschaut, kommt der Winter ganz langsam. Nur einer, der mit dem Winter im Moment gar nichts anfangen kann, ist der Sebastian Reininger. Servus, dass du da bist. Servus. Das Alpenhotel Montafon wird nämlich generalsaniert und umgebaut. Wie ist denn Stimmung bei so einem Wetter im Team und am Bau? Ja, bisher, also eigentlich gut, weil es im Bau gut voranschreitet. Ja. Allerdings, wenn man dann rausschaut, ist schon ein bisschen eine Wehmut dabei. Alle öffnen die Hotels zur Skisaison, nur wir nicht. Wir machen mit unserer Baustelle weiter. Ja, das ist also eine groß angelegte Geschichte, das ist eine gröbere Geschichte, was ihr jetzt da momentan machen. Aber ihr habt parallel dazu natürlich noch ein Stammteam, das irgendwie jetzt für die Bauarbeiter kocht oder für die Mitarbeiter oder was läuft momentan? Ja, wir machen so, also wir haben ziemlich alle Abteilungsleiter bei uns, die den Bau mit betreuen. Das heißt, wir planen die Küche, der Küchenchef plant die Küche. Von jedem Fach, der ist eingeteilt in den Bau. Genau. Aha. Sehr gut. Und gekocht wird dann halt natürlich nur für uns, manchmal auch für die Bauarbeiter. Ja. Wir haben schon Baustellenfeste auch, dass wir ein bisschen noch das machen können, was wir auch gelernt haben. Baustellenfeste? Ja. Partys? Keine Partys, ja. Okay. Erzähl mal ganz kurz, oder ich darf es vielleicht vorwegnehmen, wenn du gestattest. Im Herbst 2020 soll ein völlig neu renommiertes 4-Sterne-Superior Alpenhotel Montafon sich präsentieren können. Was beinhaltet denn das alles? Also einmal zu den Zimmern. Wir verdoppeln fast unsere Zimmer auf 89 Zimmer. Der Wellnessbereich wird sehr stark vergrößert. Das heißt, wir haben in Zukunft zwei Wellnessbereiche. Einmal der Family Spa und dann haben wir einen Adults Only Spa, also nur für Erwachsene. Dann bekommen wir Seminarräume dazu, die wir so ein bisschen auf Wohnzimmerflair ausrichten. Das Restaurant wird natürlich vergrößert aufgrund der Zimmerzahl. Die Anwendungsräume, einen sehr großen Fitnessraum und natürlich einen Yogaraum auch noch dazu. Ein Yogaraum. Ein bisschen, um sich selber zu finden vielleicht. Gut. Wie ist denn das eigentlich, wenn ihr jetzt dieses Eröffnungsdatum schon vor euch sahen? Das geht ja relativ schnell. Ich meine, es ist jetzt zwar noch ein Jahr, aber offensichtlich braucht man die Zeit noch. Ja. Wie ist man im Zeitplan? Wie liegt man, wenn man das Datum jetzt sieht? Also wir liegen voll im Zeitplan. Ja. Also wie es aussieht, werden wir auch pünktlich zum 10.09.2020 öffnen. Ja. Natürlich ist jetzt der ganze Verkauf startet, die Systeme auswählen, die Mitarbeitersuche startet. Und da braucht es natürlich jeden Mitarbeiter, der jetzt beschäftigt ist. Jeder hat seine Aufgaben. Und die Zeit vergeht dann doch recht schnell, wenn man einiges zu erledigen hat. Du hast mir jetzt gerade ein Hölzle geworfen mit Mitarbeitersuche. Das ist ja noch ein Thema bei dir im Speziellen, wo LändeTV auch noch mal ein bisschen mitmischen darf. Was suchst du denn auf diesen Termin hin für Leute? Also dadurch, dass wir von Grund auf ein neues Hotel eigentlich wären und uns verdoppelt haben, stellen wir fast ein komplett neues Team auf. Also wir suchen in allen Bereichen, angefangen von der Küche, Rezeption, Housekeeping, im Spa-Bereich, im Restaurant, im Grunde jede Position ist noch, also nicht jede Position, aber in jeder Abteilung ist eine Position zu besetzen. Nicht jeder weiß vielleicht, was Housekeeping heißt, erklär das bitte. Sicherlich einer von den herausforderndsten Jobs, das sind die Zimmermädchen. Der klassische Zimmerservice, genau. wo für die schönen Zimmer verantwortlich ist. Genau. Bist du auch in der Baukluft ab und zu? Weil so wirst du wahrscheinlich nicht am Bau erscheinen, oder? Ist ganz unterschiedlich hin und wieder schon. Muss man schon einmal als Direktor? Also ich habe schon sehr viele Termine vor Ort, deshalb ist meistens dann Hemzer Co. Ja. Und dann doch hin und wieder, wenn es einmal ein einfacher Bürotag ist, dann ist eine andere Kluft auch möglich. Natürlich auf Schuhwerk muss man achten, weil die sind immer dreckig. Ja, das kann man vorstellen im Moment. Da ist jetzt so der kleine Ding, du bist unter Strom, du bist ein Mensch, den habe ich kennengelernt vor einem Jahr, bei dem kann man nicht einmal sagen, es tickt ständig, sondern es brennt ständig im Kopf. Ja. Hast du auch mal das Bedürfnis zum Erklärbefahrer? Gibt es dich auch privat? Auch privat würde ich mir jetzt so beschreiben, dass ich auch immer unter Strom stehe, muss immer irgendwas anpacken, ich muss immer irgendwas machen. Okay. Und auch jetzt beim Umbau ist es so, wir planen zwar einen Bereich,
Dann kommt da Idee, entweder sei es von einem Mitarbeiter, von einem Architekten, dann planen wir nochmal komplett um. Und ich höre mir prinzipiell immer jede Idee an und versuche die dann auch einmal durchzuspielen, weiterzuentwickeln. Und ich kann eigentlich nie stillstehen oder ruhig halten. Ich muss mich auch oder auch das Hotel immer weiterentwickeln oder immer was Neues probieren. Aber du freust dich trotzdem, wenn diese große Baustelle einmal erledigt ist und du wieder ins normale Hotelierleben übergehen kannst. Ja, ich glaube, da spreche ich für das gesamte Team. Es ist schon ein Unterschied, wenn du jetzt nur Baustelle hast. Ja. Und wenn du dann wieder das machst, was du gerne machst und was du eigentlich, was deine Berufung ist. Ja. Und das ist Hotelier und das Gastgewerbe. Ich muss noch mal ein bisschen lästig nachbohren, aber wenn du Freizeit hast, wenn sie du denn hast, was tut er denn gern oder würdest du gern tun? Ich weiß, hat das ja eh nicht. Reisen, ich bin immer schon gern verreist. Ah ja, okay. Auf jeden Fall. Viel verreisen, Kurzurlaube, ja. Längere Urlaube in Süden. Wo war er denn überall schon, der Herr Direktor? Heuer waren wir auf Urlaub in Spanien. Ja. Und sonst kann ich eigentlich schon sagen, bin ich ziemlich die ganze Welt schon bereist. Ja. Ich habe sehr viel im Ausland gearbeitet in der Vergangenheit, also von Spanien, England, Irland, Griechenland, dann wieder mal Kurzstation in Österreich, wieder Spanien, also schon. Warst du immer in der Gastronomie, Sebastian? Hast du das von Anfang an gelernt? Nein, ich habe eigentlich anfangs nicht gewusst, was ich mal machen will. Ich habe die Handelsakademie besucht in Burgenland und habe dann ein Praktikum in der Bank gemacht und irgendwie dann fertig war und dann habe ich gedacht, was tun wir jetzt? Und dann habe ich eine Ausbildung in der Hotellerie gemacht und dann eigentlich das Reisen für mich entdeckt. Und darf ich mal fragen, was ist deine Berufsbezeichnung? Ich meine, du bist Direktor dieses Hotels und Chef, ja? Aber was ist die Berufsbezeichnung für so jemand, was man gelernt hat? Hotel- und Tourismuskaufmann ist die. Hotel- und Tourismuskaufmann, die offizielle Bezeichnung. Die offizielle Ausbildungsbezeichnung. Ja. Wie reden die deine Mitarbeiter an? Als Chef oder Herr Reininger? Unterschiedlich, obwohl wir schon per Du sind. Ja. Im Montafu ist ja das gang und gäbe. Die haben ja so ein bisschen Philosophie. Grüß dich und per Du sie. Genau. Als herzliche, positive Art natürlich. Ja. Wie leben wir das oder wie lebst du das? Ja, auch so. Also ich bin ja aus dem Burgenland und wir sind schon sehr ähnlich. Ja? Also wir haben auch so eine offene Art. Auch gleich das Du-Wort wird bei uns gesucht und darum habe ich mich gleich pudelwohl gefühlt. Wie nennt es die Gäste so auch im Mund davor? Schauen sie hier und da mal, wenn man denkt, Naja, bei den Gästen differenzieren wir schon noch. Also bei den Stammgästen bist du natürlich mit einigen per Du, mit anderen redest mit sie. Und das ist so ein bisschen ein Einfühlungsvermögen. Das Gefühl muss man haben. Das, und du siehst nach wie vor, das muss man fast haben. Genau. Es geht nicht bei jedem, oder? Wir sind am Muttersbergo 14.01 und es schneit schon langsam sich ein. Das macht aber nichts, weil es gibt wunderbares Restaurant mit angenehmen Köstlichkeiten, geschmackigen Köstlichkeiten. Ich hoffe, der Kamin, der Ofen hat auch schon eingeheizt. Ich nehme schwer an. Ich sage vielen herzlichen Dank, Sebastian, danke, dass du da warst. Wir werden in Zukunft uns noch einmal ein bisschen sagen. Da freuen wir uns schon ganz toll drauf. Ich wünsche dir und deinem Team noch alles Gute. Mögen ihr im Zeitplan bleiben. Mögst du nicht zu viel nerven, das Ganze? Das funktioniert ganz gut. Eva, du hast gesehen, das funktioniert ganz gut. Und in dem Fall auf Herbst 2020. Ja. Alles Danke. Gute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.